Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Eine Lüge, die in die Geschichte einging. Der Satz stammt von SED-Chef Walter Ulbricht. Er sagte ihn 2 Monate, bevor in Berlin die Mauer errichtet wurde. Erst 28 Jahre später fiel die innerdeutsche Grenze. Ein Rückblick. Am 13. August 1961 beginnt unter Ulbrichts Führung der geheime Bau der Berliner Mauer. Um Mitternacht werden in Ost-Berlin Gleisverbindungen in den Westen gekappt und Straßen aufgerissen. Es wird tonnenweise Stacheldraht ausgerollt. Da aber tausende Menschen flüchten, steht die DDR dem Deutschen Bundesarchiv zufolge Anfang der 60er Jahre vor der Pleite. Die SED-Führung habe sich nicht anders zu helfen gewusst, als das eigene Volk einzusperren. Familien werden für Jahrzehnte auseinandergerissen. Der 155 Kilometer lange sogenannte antifaschistische Schutzwall zäunt West-Berlin ein. In ganz Deutschland sind es 1400 Kilometer. Die Bernauer Straße in Berlin gilt als Symbol der deutschen Teilung. Als die Mauer hochgezogen wurde, lag die Häuserfront der Straße im Osten, der Bürgersteig im Westen. In den ersten Tagen versuchten Menschen, in die Freiheit zu springen. Die Fenster wurden später zugemauert, die Häuser abgerissen. Flucht galt als Hochverrat. Das Grenzregime der DDR hatte den Befehl, auf Flüchtende zu schießen. Die Bundesregierung geht heute von mindestens 260 Mauertoten aus. Der Mauerbau begann 1961 mit einer Lüge und endete 1989 mit einer Fehleinschätzung. Noch kurz vor dem Mauerfall sagte Ulbricht-Nachfolger Erich Honecker, die Mauer werde noch 100 Jahre stehen. Doch die friedliche Revolution vom 9. November 1989 bewies das Gegenteil. Seit 1990 ist Deutschland offiziell wiedervereint und die innerdeutsche Grenze Geschichte.